Ambedue le letture sono una profezia della passione del Signore. Bei der Lesung geht es um eine Prophezeiung des Leiden des Herrn. Für 20 Silberstücke wird Josef als Sklave verkauft. Und das Gleichnis Jesu chiaramente parla in simbolo dell'uccisione del figlio. Spricht symbolisch auch vom Mord am Sohn. Questa storia di un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La cura con che lo aveva fatto, cicandò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio. Es war dieser Gutsbesitzer, der einen Weinberg anlegte und ringsherum einen Zaun mit Kelter und Turm. Er hat es sehr gut gemacht. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Das ist das Volk Gottes. Gott wählt dieses Volk aus. Il popolo delle elezioni. Anche c'è una promessa. Andate avanti. Tu sei il mio popolo. Lehre, die erteilt wird. La promessa fatta Abraham. Du bist das Volk Gottes, das erwählte Volk. Und der Herr hat einen Bund mit diesem Volk vom Sinai. Das Versprechen des Herrn in der Hoffnung, nach vorne zu gehen, in diesem Bund mit dem Volk Gottes, das er erwählt hat. Ma in questa parabola succede che quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, questa gente si era dimenticata. Aber wenn es dann darum geht, diese Früchte zu ernten, non erano i padroni. Da haben die Menschen vergessen, dass sie nicht die Herren dieses Landes sind. Uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Lo trattarono nello stesso modo. Certamente Gesù fa vedere qui come sta parlando ai dottori della legge, come i dottori della legge hanno trattato i profeti. Hier macht Jesus klar, wie die Propheten von den Gelehrten behandelt worden sind. Mandò loro il proprio figlio, pensando che avrebbero rispetto per il proprio figlio, ma und dann sandte er zuletzt seinen Sohn, weil er gedacht hat, dass vor dem Sohn würden sie Achtung haben. Aber dann sagen die Winzer eben, das ist der Erbe, auf. Wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Una storia di infedeltà. Di infedeltà. Das ist eine Geschichte der Untreue. Eine Geschichte der Untreue, der Erwählung. Untreue gegenüber dem Versprechen, gegenüber dem Bund. Bund, Versprechen, Erwählung sind ein Geschenk Gottes. Und hier sind die Menschen untreu. Und sie verstehen nicht, dass es ein Geschenk ist. Questa gente si sono appropriati del dono. Diese Menschen haben sich von diesem Geschenk entfernt. Questo essere dono per trasformarlo in proprietà mia. Il dono che und sie versuchen, dieses Geschenk Gottes in Eigentum, in ihr eigenes Eigentum zu verwandeln. Ingabbiato. In una dottrina di leggi,
tanti. È stato ideologizzato. Und dann wird alles ideologisiert. Ha perso la sua natura di dono. Und die Natur des Geschenkes geht dadurch verloren. In una ideologia. Soprattutto in una ideologia moralistica. Das endet dann in einer moralistischen Ideologie. Anche ridicola. Perché scende alla casistica. Per ogni cosa. Si sono appropriati del dono. Questo è il grande peccato. Das ist die große Sünde, dass sie sich von diesem Geschenk entfernt haben. Si è fatto dono lui stesso per noi. Che Dio zu vergessen, dass Gott sich selbst als Geschenk hingegeben hat. Come dono. E dimenticando questo, diventare padroni. E la promessa non è già promessa. L'elezione non è già elezione. L'alleanza va interpretata secondo il mio parere. Ideologisiert. Der Bund wird dann ideologisierend nach dem eigenen Gutdünken interpretiert. Forse l'inizio nel Vangelo del clericalismo, che è una perversione. Und diese Haltung sehe ich dann auch in dem Klerikalismus. L'elezione gratuita di Dio, l'alleanza gratuita di Dio, la promessa gratuita di Dio. Dimentica la gratuità della rivelazione. Dimentica che Dio si è manifestato. Und dann vergessen wir dass es gratis ist eigentlich, dass es wirklich ein Geschenk ist, ob es das Versprechen ist, der Bund von Gott, das ist gratis, ein Geschenk. Farlo vedere agli altri come dono, non come possesso nostro. Und dann müssen wir die anderen auch als Geschenk betrachten, nicht als unser Eigentum. Und Klerikalismus ist nicht nur etwas, was es heute gibt in unseren Tagen. Das gab es eben auch schon zu Zeiten Jesu. Andrà avanti nella spiegazione delle parabole, questo è il capitolo 21. Andrà avanti fino ad arrivare al capitolo 23. Hier spricht er im Kapitel 21 im Matthäus-Evangelium. Es wird so weitergehen und Jesus wird es weiter erklären, eben diesen Klerikalismus und wie die Menschen damals eben das auch gesehen haben. Chiediamo oggi al Signore la grazia di ricevere il dono come dono. Bitten wir den Herrn die Gnade, das Geschenk wirklich auch als Geschenk anzunehmen. Non come proprietà. Und nicht als tatsächliches Eigentum. Non in modo settario, di un modo rigido, di un modo clericalista. Nicht in einem rigiden Modus, nicht in einem klerikalen Modus.